Hallo und moin moin zu einer neuen, ja, neuen Aufnahme für Sims 4. Es ist jetzt gerade genau 7 Uhr und dachte mir jetzt, hey, zockst du gleich mal an und werde es natürlich gleich für euch let's playen. So, jetzt müssen wir uns erstmal was erstellen und zwar, wir brauchen jetzt mal hier einen Typen. Wie nennen wir uns denn? Wir nennen uns einfach mal, ich habe schon ein bisschen nachüberlegt, Mieslings. Wir werden jetzt die Mieslings sein, oder Miesling. Machen wir mal Mieslings, klingt cooler. So, und dann nehme ich einfach mal ganz dreist meinen eigenen Vornamen. Ist das jetzt ein junger Erwachsener? Ja, das ist ein junger Erwachsener. Jetzt muss ich mal gucken, Standardgangart. Oh. Ja, yeah, cool. Nee, das ist okay. Warte mal. Das sieht aus wie so, wie, keine Ahnung, Hipster. Also das ist obertüntig. Das sieht schon cool aus. Hammergeil, man kann, es ist wie auf dem Laufsteg, Drama Baby. Ein bisschen aggressiv, ja, das sieht auch schon gut aus. Mieslings, ja, das wird zum Mieslings passen. Ja, das passt so, Miesling. So, warte mal. Wie kann man hier denn das Aussehen verändern? Da muss ich mal ein bisschen hier gucken. Gusha Buenko. Meschke, ihr Jems. Nobi, ihr Mbalata Floni. Brüchig klingt gut, brüchig klingt sehr gut. Karasha Abswars. Febene Babsani. Ja, das sieht schon gut aus. Warte mal. Ah, so kann man alles verändern. Super. Gesicht. Das ist natürlich ein bisschen. Oh, da hat man ein bisschen ein paar Vorgaben. Eieieiei. Was hatten wir denn gerade eben? Warte mal. Oh, man kann es ja direkt bearbeiten. What the hell? Das ist ja richtig cool. Man kann alles verschieben. Oh, ist das cool. Spiel, das bockt sich jetzt schon total. Man kann viel besser variieren. Ist das cool. Warte mal, Augenfarbe. Meine sind, glaube ich, blau. Wir nehmen auch gleich mal blau. Wenn ich den finde, das ist... Yeah, ist ein bisschen zu blau. Okay. Der hat schon so ein bisschen so einen miesen Blick, warte mal. Frisur. Aber man sieht ja gar nichts in dem ganzen, wegen dem Hut. Den Hut. Den tun wir gleich mal weg. Oh, der schaut ein bisschen aus wie Elvis. Boah, die Frisur ist cool. Die Frisur ist richtig cool. Das schaut richtig aus wie so ein Miesling. Jawohl. Nee. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, das sieht doch cool aus. Schaut ein bisschen verschmitzt aus. Passt. Die Nase gefällt mir noch nicht. Warte mal. Die ist mir zu dick. So, Kinn ist auch okay. Warte mal. Seiten noch ein bisschen. Augenbrauen. Also es lässt sich viel besser hier einstellen. Man hat dann viel. Also ich finde es klasse, das ist schon mal das Spiel. Kann man mit Scrollen irgendwas machen? Nee, man kann nur hin und ran zoomen. Die Ohren sind auch okay. Den Mund, den müssen wir noch ändern. Nee, das ist ein Kussmund. Botox-Lippen. Oh, er tut aber traurig. Gibt es auch noch ein bisschen was Aggressives? Ein bisschen Mieslingartig hier? Na, du? Ja, das ist doch cool. So, warte mal. Accessoires. Cool, es gibt sogar Sonnenbrillen. Hat er ein Ohrring bei uns? So richtig schulen. Nee, lass mal lieber. Oh Gott. Yeah, Hipster. Warte mal.
Ey, das sieht aus wie meine Brille. Die habe ich auch. Ey, cool. Damit sieht schon nicht so, aber nur halb so mies aus. Lass mal die Brille weg. Ey, hier kann man ja die ganzen Klamotten, Oho. Alltag und so weiter auswählen. Ist ja cool. Mal. Klamotten. Da haben wir was Besseres. Oh, das hat, ich habe gerade was Cooles gesehen. Wo war das, was wir eben anhaben? Nee, das schaut irgendwie zu freundlich aus. Das ist ein Totenkopf. Das sieht doch cool aus. Das passt zu Miesling. Das ist in Ordnung. Beinbekleidung. Ja, das ist cool. Mir gefällt schon die ganze Mimik und Gestik, wie die da schon hier ein bisschen rumtut. Blaue Jeans, nein. Hosen machen wir wieder dunkel, was wir gerade eben hatten. So passt das doch, oder? Ah, noch besser. Mit Taschen unten dran. Oh, kann gezielt. Warte mal. Schwarzer Anzug ist doch mal ganz cool. Ah, warte mal. Oh. Ah, jetzt schaut da aus wie Mafioso. Oh, Alter. Hey. Alter, ist der fett. Nee, fett machen wir nicht. Wir machen hier mal ein bisschen. Crimbo. Trainierter. Warte mal. Ja, das ist cool. Schaut aus wie ein Miesling. Hose, 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 Hose. Braune Fische. Braun. Hose. Ich brauche Hose. Alter, gibt's nicht. Ah, doch, schwarz. Habe ich fast übersehen. Sport. Ja, das ist cool. Ja, Sport, lass mal einfach mal. Nachtsexat, lass mal auch. Und Partyklamotten. Ah. Das ist mir noch zu freundlich. Mhm. Naja, das ist ein bisschen gay. Auch gay. Das ist cool. Das ist Miesling-Style. Warte mal, Miesling-Style. Irgendwie sieht das scheiße aus. Gibt's nicht noch eine andere Hose? Nee, so geht das nicht. Warte mal, Hose, Hose, dunkle Hose. Gibt's keine dunkle Hose? Ach, dann ändern wir eben das T-Shirt. Hilft, geht auch. Hm. Yeah, das ist doch cool. Das ist stylisch. Das lass mal. So, was gibt's denn hier noch? Ach, Schuhe haben wir noch ganz vergessen. Vans? Nimm mal Vans? Ja, wir nehmen Vans. Natürlich nehmen wir Vans. Was denn auch sonst? Oho! Da müssen wir auch noch die Schuhe wechseln. Dann nehmen wir doch die hier. Jawoll. Die Schuhe sind okay. Die sind auch okay. Jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ui. Bestreben wählen. Wonach gehen wir denn? Kreativität, Beliebtheit. Was ist das denn? Devianz. Niederträchtig. Bonus, Merkmal. Niederträchtig. Niederträchtiger Sims wenden stärkere und erfolgreiche gemeine Interaktion an. Das passt doch zu Miesling. So, das nehmen wir da mal sportlich. Mit einem guten Stoffwechsel ist es einfach, fit und in Form zu bleiben. Ja, Vermögen, bla bla bla, Wissen. Schneller lernen, erlernen alle Fähigkeiten ein wenig schneller. Nehmen wir mal Dividends. Das soll ein bisschen zum zum Mieslings passen. Dieser Feind möchte auch Feind machen. Ja. Staatsfeind. Dieser Sim möchte sich Feinde machen und ein berühmter Verbrecher werden. Meister des Unfugs. Bei diesen Sims dreht sich alles um Streiche und Chaos. Bandit, Chaos. Bandit, Chaos. Ich bin für Chaos. Bonusmerkmale.
Gib 4 verschiedene Merkmalskategorien, aus denen du für jede erwachsene Sim 3 wählen kannst. Okay, gucken wir mal. So, was nehmen wir denn? Selbstsicher. Selbstsicher ist immer gut. Und Jema. Spinner wird zu mir passen. Romantisch, Genie, düster. Diese Sims sind häufig traurig. Nee, das brauchen wir nicht. Das ist das die künstlerische Abteilung. Genießer, Perfektionist. Chaot. Diese Sim leidet nicht unter einer schmutzigen Umgebung und macht Haushaltobjekte schneller schmutzig. Nee, das brauchen wir nicht. Tollpatsch, das brauchen wir auch nicht. Wahnsinnig. Die Sims können selbst Gespräche führen und ihre Emotionen sind unvorhersehbar. Nein, wir wollen kein Psychopath sein. Vielfach dieser Sims reagiert häufig negativer auf Hunger, haben immer Spaß am Essen, unabhängig von der Qualität des Essens, essen auch verbotene Speisen und können im Müll nach Nahrung suchen. Nein, diese Sims erhalten starke Stimmungen vom Fernsehen, Nickerchen machen unbequeme Möbel, sind beim Training schneller erschöpft und reagieren angespannt, wenn es Haushaltspflichten erledigen müssen. So, warte mal, kindisch, brauchen wir nicht. Gucken wir noch das andere. Gemein, Miesling, das passt doch. Diese Sims sind glücklich, wenn sie zu anderen Sims gemein oder schelmisch sein können und werden selbstsicherer, wenn sie einen Kampf gewinnen. Yay, das nehmen wir doch. Sprunghaft. Ja, jetzt wird das schon richtig fiesling-mäßig. Einzelgänger. Dieser Sims sind glücklich, wenn sie alleine sind, erhalten keine negative Stimmung, wenn ihr Sozialbedürfnis auf einem niedrigen Stand ist und reagieren häufiger beschämt auf soziale Zurückweisung. Mag keine Kinder? Nee, das machen wir nicht. Sprunghaft. Diese Sims entwickelt nach einer Weile im selben Beruf oder in derselben Beziehung eine Abneigung dagegen. Sie sind zufrieden, wenn sie einen Job kündigen oder eine Beziehung beenden. Nein, das machen wir auch nicht. Ey, da fehlt noch was. Nein. Nichts aussehen, gestalten. Will noch letzte Talente wählen. Ich denke, ich entscheide mich hier für Spinner. Das passt jetzt mal zu mir. Oh, nix now und Chibi. Ja, da geht jetzt voll ab. So. Nehmen wir noch einen in die Familie mit dazu? Oh nein, er ist ein Einzelgänger. Wir machen das jetzt erstmal alleine. Okay, dann gehen wir erstmal los. Ja, die Mieslings. Oder der Miesling. Jawohl. Jetzt suchen wir uns mal ein Haus. Ein wunderschönes Haus. Ein Äffchen und ein Pferd. Ein Ziehen. Man kann sich ja richtig Gebiete aussuchen. Was gibt's denn noch? Oasis? Nee, gucken wir mal da. Grün gefällt mir dann doch besser. Wie viel Sim-Dollar haben wir denn? 20. Können wir uns nicht kaufen? Wir fangen irgendwo mit so einem kleinen popligen Haus an, hätte ich gesagt. Ein Bett bezogen. Knarrende Hütte. Mauerblümchenhügel. Nein. Wie ich sehe, können wir uns nur für diese 4 entscheiden. Zu einem Bächlein? Nö. Knarrende Hütte. Baum, Mauerblümchenhügel. Was gefällt mir denn besser? Ich glaube, das gefällt mir besser. Auch wenn der Name scheiße ist. Ist auch das teuerste von allen. Schwierige Wahl. 2 Bett. Was? 2 Bett? 1 bezogen? BZ? Heißt es bezogen? Einmal bezogen? Ich brauche keine 2 Betten. Warte mal. Ich glaube, ich nehme einfach mal das mit dem größere Grundstück. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Notfalls können wir auch nochmal umziehen. Möbliert, ja, ich nehme es gleich möbliert. So, unsere ersten 4 Wände.
stimmungsvolle Musik. Die Pixel werden gezähmt. Kontrolle übernehmen. Die Sims 4 hat zahlreiche neue Features zu bieten. Bevor wir uns damit genauer beschäftigen, müssen wir die Grundlagen abdecken. Zuerst sehen wir uns schnell mal an, wie du deine Sims steuerst. Bewege dein Mausrad zum Heran- und Wegzoomen. Jawohl. Halte rechte Maustaste gedrückt und bewege, jawohl, linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Kamera zu bewegen. Haben wir gemacht. Kamera ändern. Wenn dir die Standardkameraeinstellung nicht zusagt, kannst du mit Steuerung Shift-Tab zu einer anderen Einstellung wechseln, die Fans von The Sims 3 vertraut sein dürften. Das stimmt. Oder sieh dir den Abschnitt Steuerung plus Kamera in den Optionen an. Okay. Blende die Wände im Haus ein oder aus. Klicke auf Wände-Hoch-Button. Gucken wir mal. Das funktioniert. Es ist ganz leicht, die Kamera auf die beliebigen Sims im Haushalt zu fokussieren. Klicke doppelt auf die Porträts. Oder auf das Porträt. Wenn man Doppelklick. Jawohl, haben wir gemacht. Du kannst einen Sim mit der Kamera folgen, indem du rechts auf das Porträt des gewünschten Sims klickst. Okay, habe ich gemacht. Zeitsteuerung. Über die Zeitsteuerung kannst du die Sims pausieren, beschleunigen, verlangsamen oder ganz normal vorausschreiten lassen. Jawohl, warte mal, ich will mal ganz kurz was in den Options gucken. Warum wir den Options da oben, die Punkte, das sind meistens Options. Spieloptionen, weil ich will die Alterung jetzt erstmal rausmachen. Die wird 100% drin sein, Gameplay. Altern, ja. Automatisches Altern. Nein. Nein. Es altert hier erstmal keiner. Das will ich erstmal nicht. Wir wollen ja erstmal hier ein bisschen einleben und nicht gleich hier sterben. Okay, das wird auch ein bisschen dauern. Über die Zeitsteuerung, ja, okay, das weiß ich. Play, jawohl. Ich vermisse jetzt gerade hier ein bisschen die Anzeige, was er denn braucht, was er nicht braucht. Was ist denn hier los? Ja, hockt sich erstmal vor die Glotze. Ja, natürlich. Das ist aber ein kleines publiges Fernseherchen hier. Aber schick eingerichtet, du hier. Toller Tisch, tolles Bett. Tisch schaut ein bisschen ranzig aus im Schlafzimmer. Aber Mai, für die erste Bude war nicht schlecht. Dusche haben wir auch, Waschbecken haben wir, Klo haben wir. So. Ja, ich kann nach vorne spudeln, weiß ich. So. Guck ich gleich mal, liegt da irgendwo Post? Ach, Aktionswarteschlange. Von deinem Sims geplante Interaktive werden der Reihenfolge nach in der Warteschlange eingeordnet. Auf diese Weise kannst du deinem Sims mehrere Dinge auftragen. Klicke auf die Interaktionen in der Warteschlange, um sie abzubrechen. Jawohl. Lass mich doch hier zocken, Mensch. Muss ich das ganze Zeug hier weg, vorlesen? Aktive Warteschlange. Die Interaktionen im Kästchen werden aktuell von deinem Sims ausgeführt. Die Interaktionen über dem Kästchen müssen warten, bis sie an der Reihe sind. Viele Interaktionen können gleichzeitig stattfinden. Eieiei. Multitasking. Sims sind jetzt multitaskingfähig. Das bedeutet, dass sie nicht mehr auf eine Interaktion zu gegebenen Zeit beschränkt sind. Versuche dich beim Trainieren zu unterhalten oder fernzusehen. Ja. Alter! Selbstständigkeit. Sims haben ihren eigenen Kopf, der auf ihren Emotionen, Merkmalen und Bedürfnisse gründet. Sie treffen Entscheidungen, die dich überraschen, erfreuen und manchmal auch verblüffen werden. Ja, jetzt geht er kacken. Das verblüfft mich. Ah, da kann ich jetzt pinkeln. Oh, hat auf dem Beckenrand gepinkelt. Ich hab's genau gesehen. Und schön die Hände waschen. Auch in den Fingernägeln, nicht vergessen.
Alter, wo kann ich jetzt gucken? Bedürfnisse? Mit Gefühlen spielen. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben im kleinen, aber auch im großen Stil verändern. Dein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für die Gefühlsleben zuständig. Mit jemandem über Träume sprechen. Der will mit jemandem über Träume sprechen? Das klingt nicht nach einem Fiesling. Klicke auf die auf einen Sim und wähle die Kategorie freundlich über Träume reden. Sims können soziale Aktionen durchführen. Sie inspirieren sich. Was ist das? Verspielt werden. Manche blablabla. Schämlich sein. Klicke. Achso, okay. Unter welcher Kategorie war das? Egal. So. Emotion? Aha. Ja. Deine Sims ist jetzt inspiriert. Fahre über das Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Positive Gefühle bringen große Vorteile für deine Sims. So, warte mal. Alter, lass mich doch mal lesen hier. Ein inspirierter Sim hat jede Menge kreative Ideen, die... Blablabla. Inspirationsschub. Dieser Sim verspürt eine plötzliche Inspiration. Oh, ich hab's nicht gelesen. Kochen. Dein Sim ist inspiriert und möchte kochen, während er inspiriert ist. Kocht er bessere Gerichte. Klick auf Kühlschrank und wähle Kochen. Okay. Dann kochen wir mal. Was machen wir denn, lieber Johann? Ja, ist es denn? Da machen wir einen guten Gartensalat, oder? Jawohl, für 3 Sims, einzelne Portionen. Ja, ist es denn, Johann? Mal gucken. Oh, was kocht er denn da Schönes? Wir wissen es ja schon. Tomaten, ja. Jetzt überlegt er Feuer. Salat mit Feuer. Hack dir ja bloß nicht die Finger ab, Junge. Dich brauche ich noch. Ja, da haben wir's. Jetzt hat er sich den Finger geschnitten. Der sticht auch auf den Salat ein wie so ein kleiner Miesling. Schau dir an, wie der da reinsticht. Diese Aggressivität, da sieht so auch die Handschellen, an die er denkt. So, warte mal. Friss. Kann ich mal ausprobieren hier. Mit der Steuerung muss ich ja nur ein bisschen klarkommen. Ey. Du willst nicht zu mir kommen. Ey, geh weg. Geh weg. Gehst du weiter? Ah, telefonieren. Ja, natürlich. Smartphone in der Hand. Ja, klar. Mach wahrscheinlich erstmal ein Selfie. Alter, Digga. Könntest auch mal den Fernseher ausschalten hier, ne? Alle Stromverschwendung hier. Wie kann ich jetzt gucken, was man mit Sims jetzt hier braucht? Warte mal. Nee. Telefon, nee. Baumodus, nee. Galerie öffnen. Was ist das? Beziehungen, Fähigkeiten, Karriere, Inventar, Simlogie, Bedürfnisse, jawoll, da haben wir es doch. Alter, ist die fett. Bum, 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 bum. Deutsche Panzer rollen wieder. Schön abspülen, ja, der ist ja viel ordentlicher als ich hier. Was macht denn der jetzt? Was macht denn der jetzt? Nix im Internet surfen. Warte mal. Job suchen. Yeah, man kann Job suchen. Mit einem Handy kann man Job suchen. Ist ja lässig. Ja, jeder Sims hat erstmal ein Smartphone. Das ist ja schon mal richtig cool. Geheimagent. Führ als Geheimagent ein Leben im Schatten. Dringe in die Hauptquartiere des Gegners ein und verfeinere deine Verhörungskunst. Je mehr du lernst, desto schwerer kommt man dir auf die Schliche. Berufszweig, Diamantenagent und Schurke.
Man könnte noch Maler, Astronaut, Verbrecher, Ententrainer, Entertainer, Technik, Guru, Schriftsteller, Astronaut. Wer träumt nicht davon, ins Weltall zu reisen, werde Astronaut und die Galaxie ist dein Spielplatz. Berufszweig Weltraum, Ranger und interstellender Schmuggler. Wie viel verdient man da? Sims, 26 Sims-Dollar? Ich guck mal den. Ich habe irgendwie Bock auf den Spezialagenten. Maler, Leckermaul. Jeder kann zu Hause ein Essen oder ein Getränk zubereiten. Die Gastronomiekarriere ist ideal. Ist ideal für alle, die einen Schritt weitergehen und Simulans damit verdienen möchten. Berufszweig Koch und Mixer. Verbrecher. Nicht jeder Sim will sich an die Regeln halten. Als Krimineller kannst du jede Menge Simulans scheffeln und Spaß haben. Berufszweig Boss und Orakel. Ich kann der Boss sein, verstehst du? Oh, Verbrecher. Verbrecher oder Geheimagent. Berufszweig Diamantenagent und Schurke. Verbrecher? 19 Millionen. Oh, nee, da verdient man ja nichts. Oh, beim Geheimagent habe ich Samstag und Sonntag frei. Verbrecher muss ich jeden Tag arbeiten. Und verdiene auch weniger. Ich nehme Spezialagent. Und da kann ich auch ein Fiesling sein und kann aber gleichzeitig gut sein. Das ist irgendwie Zwiespalt. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an meinen Beruf. Weil ich bin ja noch so ein bisschen Fitnesstrainer und Physiotherapeut zugleich. Mal Kanal anschauen, was schauen wir uns denn für einen Kanal an? Sportkanal. Und da kann ich Leute quälen, um ihnen zu helfen. Das ist doch super. Das macht doch Spaß. Und wie gesagt, das war's jetzt erstmal für die erste Folge und wir sehen uns natürlich dann in der nächsten Folge von Sims. Ja? Und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.